Hey Mann, gut, dass du in diesem Video dabei bist. In diesem Video möchte ich mit dir darüber reden, wie du ein Ökosystem positiver Emotionen in deinem Leben kultivierst und lernst, dein eigenes Gefäß zu füllen. Du hast sicherlich schon verschiedene Tipps zum Thema gehört, wie du unabhängig wirst, wie du autonom wirst, wie dir egal wird, was andere Leute von dir denken, wie du raus aus einem Zustand von Mangel kommst und rein in einen Zustand von Überfluss. Der Buddha hat selbst gesagt, dass Verlangen, also die Energie des Wollens, des Nicht-Habens, aber unbedingt Brauchens, die Ursache von sehr, sehr viel Leid in deinem Leben ist. Und deswegen liegt schon sehr nahe, warum es wichtig ist zu lernen, in einen Zustand zu kommen, in dem du dir von selbst bzw. von innen heraus positive Emotionen geben kannst und von einem Zustand von Überfluss dein Leben lebst, anstatt der Welt mit einer Art und Weise zu begegnen, in der du erwartest, dass die Welt dein Gefäß für dich füllt. Wir haben im letzten Video oder in einer der letzten Videos zum Beispiel festgestellt, dass Narzissten in einem andauernden Zustand des Liebeshungers verharren und deswegen ständig die Bewunderung, die Anerkennung und die Liebe vom Außen brauchen, um sich selbst als geschlossenes System aufrechtzuerhalten. Nun, der spirituelle Ansatz, diesen inneren Mangel auszugleichen, wäre, an jede Stelle in deinem Körper, wo du Leid fühlst, wo du unangenehme Empfindungen hast, einen Zustand von Gleichmut zu kultivieren, sodass du nach und nach aus dem puren Sein, aus dem puren Dasein, aus dem puren jetzigen Moment diese innere Zufriedenheit und dieses innere Glück und die Liebe, die du die ganze Zeit vom Außen brauchst, schaffst zu kultivieren, ohne dass du etwas vom Außen benötigst, dass du irgendwas tun musst, dass du irgendwas erreichen musst. Der psychologische Ansatz auf der anderen Seite würde darin bestehen, an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit, eine sehr, sehr wichtige Entwicklungsachse, an der du an dir arbeiten kannst. Vielleicht eine der wichtigsten Entwicklungsachsen, die es überhaupt gibt. Und hierbei würdest du schauen, dass dein Selbstwertgefühl in einer Art und Weise gestärkt wird, sodass du ein System in dir aufbaust, ein psychisches System, das sich selbst aufrechterhalten kann, selbst wenn Herausforderungen auf dich zukommen. Also du behältst immer noch deine Positivität, deinen Optimismus und ein Gefühl von innerer Beständigkeit und Robustheit, selbst wenn das Leben an dir zehrt, an dir nagt und sich Herausforderungen auftun, die sich unweigerlich auftun werden, denn wir leben normal in der Welt. Viele sagen zum Beispiel, das Leben ist unfair und das Leben sei hart. And lots of it's gonna be unfair. It's like, yeah, no wonder you're resentful. Und ich meine, das ist wahrscheinlich eine Sache der Perspektive. Es gibt sehr viele Argumente, die dafür sprechen. In diesem Video geht es aber nicht darum, das Leben in irgendeiner Art und Weise zu verurteilen. Vielmehr möchte ich in diesem Video das Leben von der energetischen Seite aus behandeln. Und die energetische Seite dieses Standpunkts sagt, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Das heißt, die Hungrigen werden nicht gefüttert. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass gleiche Energie immer mit gleicher Energie korrespondiert. Das heißt, wenn du in einem inneren Zustand von Überfluss bist, wirst du selbstverständlich auch mehr Überfluss in deinem Leben manifestieren. Wenn du dagegen in einem inneren Zustand von Armut und von Mangel bist, wirst du auch davon mehr manifestieren. Frag dich selbst einmal, mit welchen Menschen du lieber Zeit verbringst. Mit Menschen, die glücklich sind, die ein tolles Leben haben, mit Hobbys, Freunden, Familie, die durch die Welt mit Spaß und Leichtigkeit gehen. Oder auf der anderen Seite mit einsamen, unglücklichen und verbitterten Menschen, die, sobald du ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit schenkst, dich sofort mit ihren eigenen Erwartungen beladen. Und wo du merkst, dass sie die ganze Zeit nur Energie von dir saugen wollen, ohne wirklich etwas im Gegenzug geben oder geben zu können. Okay, ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist sehr, sehr einfach. Und du siehst also, dass wenn wir es schaffen, in diesen Zustand von Überfluss zu kommen, indem wir eine Energie mit der Welt zu teilen haben, dann bauen wir uns damit gewissermaßen ein Fundament auf. Leute wollen mehr Zeit mit uns verbringen. Leute schenken uns freiwillig ihre Zeit. Leute wollen mit uns zusammenarbeiten. Wir wirken attraktiver. Wir fühlen uns innerlich zufriedener, ausgeglichener, mehr in unserer Mitte stehend. Und die Welt ist einfach ein schönerer Ort. Das Leben macht mehr Spaß. Du kannst das Leben einfach mehr genießen. Okay? Und das ist wirklich der Punkt, um den es hier geht. Und was man generell auch sagen kann, ist, dass wir dann einfach körperlich und psychisch wirklich gesünder leben. Und bei diesem Punkt von psychischer Gesundheit möchte ich hier ein Buch zitieren. Und zwar heißt dieses Buch The Myth of Mental Illness. Und ich weiß nicht genau, welcher Autor das geschrieben hat. Jedenfalls war die Kernaussage des Autoren, dass die meisten mentalen Erkrankungen, die wir erleben, einfach ein Nebenprodukt daraus sind, dass das System, in dem wir uns aufhalten, einfach dysfunktional ist. Das heißt, den meisten Menschen, die beispielsweise an einer Depression erkranken, fehlt es einfach an den basalen Dingen des Menschseins. Das heißt, wir haben verschiedene Lebensbereiche. Wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Partnerschaft, wir haben
Bildungs- und Entwicklungsziele, wir haben Karriere, es gibt Gesundheit und du musst nicht alle diese Dinge geregelt haben, du musst nicht alle diese Dinge in deinem Leben haben, aber du solltest die meisten dieser Dinge haben. Hobbys wären auch vielleicht ein wichtiger Punkt, Interessen, Leidenschaften. Ja, vielleicht begibst du dich auch irgendwie auf spirituelle Art und Weise auf eine eigene Entwicklung. Du solltest mehrere grundsätzliche Lebensbereiche in deinem Leben kultiviert haben und diese Bereiche sollten in deinem Leben funktionieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an einer psychischen Erkrankung erkrankst, dann natürlich auch sehr, sehr viel höher. Und hier möchte ich des Weiteren dir ein Konzept von Stephen Coveys Buch The 7 Habits of Highly Effective People vorstellen. Und zwar ist das das Konzept von P und PC Balance. Das heißt, P bedeutet Produktivität, produzieren. PC bedeutet die Produktivitätskapazität. Okay? Also betrachte dich selbst als eine Produktionsstätte, die am Produzieren ist. Und die meisten Menschen sind die ganze Zeit am Arbeiten, sich den Herausforderungen stellen, an sich dem Wachstum stellen, und ihre Komfortzone zu verlassen. Und dann gibt es wieder viele andere Menschen, die sind die ganze Zeit dabei, einfach nur zu entspannen, Spaß zu haben, das Leben zu genießen, die Dinge einfach zu nehmen und eben nicht ihre Komfortzone zu verlassen oder sich nicht verschiedenen Herausforderungen zu stellen. Das heißt, manche Menschen arbeiten zu viel am Produzieren, manche Menschen arbeiten zu viel daran, ihre Produktionsstätte, also sich selbst zu nähren und zu pflegen. Und du möchtest eine Balance zwischen diesen beiden Punkten haben. Du möchtest dir so vorstellen, dass du dann am effektivsten und am produktivsten bist, wenn deine Produktionsstätte am besten auch wirklich funktioniert und sehr gut instand gehalten wird. Und das machst du eben, indem du dich nährst, indem du das Leben genießt, indem du Spaß hast, indem du Dinge tust, die dir Energie spenden. Gleichzeitig möchtest du dann aber diesen Zustand der Genährtheit, diesen Zustand des Überflusses, diesen Zustand von positiven Emotionen dann dafür verwenden, um damit die Welt gewissermaßen zu attackieren und dann rauszugehen, deine Ziele zu verfolgen, an dir zu arbeiten und zu wachsen. Das Leben ist also immer ein Einatmen. Das ist dann, wenn du deine Produktionsstätte nährst und pflegst, also dich selbst nährst und pflegst. Und ein Ausatmen, das ist immer dann, wenn du raus in die Welt gehst, dich Herausforderungen stellst, deine Komfortzone verlässt, arbeitest, dich aber auch inneren Themen stellst, inneren emotionalen Themen stellst, Trauer zulässt und alle möglichen Formen von Seelen und spirituellen Krisen in deinem Leben bearbeitest. Okay, und du möchtest diese beiden Aspekte in eine Balance bringen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass man versucht einzuatmen und gleichzeitig auszuatmen. Und das funktioniert natürlich nicht. Das ist für uns ganz logisch, trotzdem versuchen viele Menschen das. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, dass du versuchst rauszugehen und neue Menschen kennenzulernen, aber dein Gefäß gar nicht gefüllt ist. Du bist selbst nicht genährt und jetzt erwartest du von anderen Menschen, dass sie dir dein Gefäß füllen und hast eine Ausstrahlung der Bedürftigkeit und des Mangels. Und andere Menschen wollen natürlich dann nicht viel mit dir zu tun haben, weil sie einfach nur erwarten, dass du positive Emotionen mit ihnen teilst und dazu beiträgst, dass das soziale Klima, dass die soziale Energie steigen kann. Und so gewinnt man Freunde, so macht man einen positiven und attraktiven Eindruck auf andere Menschen. Was auf der anderen Seite passieren kann, ist, dass wenn du dich in diesen Aufladephasen befindest, außerhalb der Herausforderungsphasen, und du beispielsweise irgendwo essen bist und du genießt einen Sonnenuntergang. Du möchtest einfach nur dein Essen genießen, einfach abschalten, dich wirklich ausklinken, dich nähern und wieder aufladen. Gleichzeitig bist du aber am Smartphone und versuchst die Probleme von anderen Menschen zu lösen, die dir gerade die ganze Zeit in WhatsApp schreien. Das heißt, du machst beides gleichzeitig. Du atmest ein, du genießt und atmest aus und versuchst die Welt zu verbessern, zu arbeiten. Und das funktioniert nicht. Du musst diese Dinge wirklich klar trennen. Es gibt feste Aufladephasen. Und es gibt feste Herausforderungsphasen. Wenn du diese beiden Dinge durcheinander bringst, dann wirst du niemals wirklich aufgeladen sein. Und weil du niemals wirklich aufgeladen bist, wirst du niemals wirklich die Erfolge in deinem Leben bekommen, die du möchtest. Sowohl auf persönlicher Ebene, auf spiritueller Ebene, auf materieller Ebene, auf emotionaler Ebene und auf körperlicher Ebene. Generell kann man sagen, dass andere Menschen nicht dafür verantwortlich sind, dir dein Gefäß zu füllen. Du bist selbst dafür verantwortlich, also übernimm diese Verantwortung. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie wichtig es ist, sein eigenes Gefäß zu füllen. Und du hast jetzt ein Bewusstsein dafür, dass es sowas gibt wie Aufladephasen auf der einen Seite und Herausforderungsphasen auf der anderen Seite und dass es wichtig ist, diese beiden Phasen klar voneinander zu unterscheiden. Reden wir jetzt wirklich über diese Aufladephasen. Wie kannst du dein Gefäß füllen? Generell ist es hier wichtig, dass du dich selbst zu einem gewissen Grad kennenlernst und wirklich weißt, welche Dinge dir Spaß machen, welche Dinge sich für dich leicht anfühlen und welche Dinge die Energie spenden. Okay? Aber hier habe ich eine Liste von verschiedenen Dingen, die vielen Menschen helfen. Verbring beispielsweise Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinem Partner. Höre Musik,
Geh ins Kino, schau dir einen tollen Film an. Mach dir einen Tee, entspann einfach, klink dich aus. Mach einen Spaziergang durch die Natur. Fahr irgendwo in den Urlaub, mach Qigong. Meditiere. Lies irgendeinen tollen, faszinierenden Roman. Genieße tolles Essen. Wir haben hier die größte Pizza aller Zeiten vor uns. Du siehst, die Liste könnte man wirklich unendlich weiter spinnen. Was lediglich wichtig ist, ist, dass du genau weißt, welche Dinge dir persönlich Energie verleihen. Was generell auch hilfreich ist, ist zu lernen, dankbar zu sein und zu lernen, das Leben zu genießen, also stillzuhalten und den Duft der Rosen einzuatmen. Du möchtest also eine Einstellung zum Leben kultivieren und eine Perspektive auf das Leben kultivieren, indem du den Überfluss, der dich ständig in jeder Sekunde deines Lebens umgibt, auch wirklich erkennen kannst und auch wirklich schätzen kannst. Wenn du diese mentale Einstellung, diese psychische Einstellung kultivieren kannst, dann wird Überfluss für dich etwas sehr Selbstverständliches, das du gleichzeitig aber nicht selbstverständlich nimmst, sondern wirklich schätzen kannst. Wenn du noch weitere Anregungen benötigst, empfehle ich dir das Buch von Mira Kirschenbaum, The Emotional Energy Factor. Da nennt sie dir, glaube ich, 25 verschiedene Tipps, Tricks und Lektionen, wie du dich mit Energie versorgen kannst und diesen Zustand von Überfluss dann in deinem Leben kultivieren kannst. Erfolgs- und Millionär-Coach T. Harv Eker empfiehlt zum Beispiel, 10% seines Einkommens für Spaß auszugeben. Und wenn du 10% deines Einkommens für Spaß ausgibst, nährst du dich natürlich mit jeder Menge Spaß, mit positiven Emotionen und generell mit dieser Überflussenergie, die du haben möchtest, um dann an deinem Erfolg arbeiten zu können. Gleichzeitig sagt er, solltest du 15-20% deines Einkommens für Wachstum, Weiterbildung und deiner persönlichen Entwicklung investieren. Eine weitere gute Methode, um dein eigenes Gefäß zu füllen, ist etwas, das Vishnu Lakhiani selbstnährende Ziele nennt. Das heißt, du möchtest die Ziele in deinem Leben in einer Art und Weise setzen, dass du die Kontrolle darüber behältst. Sagen wir zum Beispiel, deine Ziele sind, von deinem Partner geliebt zu werden. Du möchtest dich bilden, weiterentwickeln und wachsen. Also zum Beispiel ein Buch pro Woche lesen. Und du möchtest viel reisen. Das sind deine Ziele. So, du könntest jetzt jedes dieser Ziele analysieren und schauen, was in ihrem Kern steckt. Bei deinem Ziel, von deinem Partner geliebt zu werden oder deiner Partnerin geliebt zu werden, könnte zum Beispiel im Kern stecken, dass du generell von der Energie von Liebe umgeben sein möchtest. Beim Ziel, ein Buch pro Woche zu lesen, ich habe es gerade schon verraten, könnte das Ziel dahinter stecken, dass du einfach lernen und wachsen möchtest. Und beim Ziel zu reisen oder auf Abenteuer zu gehen, könnte das Ziel dahinter stecken oder der eigentliche Wunsch dahinter stecken, dass du außergewöhnliche Erfahrungen in deinem Leben erleben möchtest. Nun, die Frage, die du dir jetzt stellen kannst, wenn du den Kern dieser drei Ziele erarbeitet hast, ist, wie du dir diese Dinge selbst geben kannst. Stell dir vor, du bist zum Beispiel obdachlos und lebst unter einer Brücke, hast nicht viel im Leben, aber was kannst du trotzdem machen? Du kannst dir vorstellen, dass du die Personen, die du liebst und die dich lieben, umarmst und in dieser liebevollen Energie eingehüllt bist und sofort spürst du die Liebe, die du eigentlich suchst. Wenn du zum Beispiel lesen und lernen möchtest, musst du nicht pro Woche ein Buch lesen. Du kannst dir auch zum Beispiel Buchzusammenfassungen durchlesen, die vielleicht 10 Minuten Zeitaufwand benötigen, aber du die wesentlichen Kerninformationen, die ganzen Goldnuggets bekommst. Und wenn du außergewöhnliche Erfahrungen machen möchtest, musst du nicht unbedingt in ein anderes Land reisen. Du könntest einfach in die Natur gehen, einen Spaziergang machen und dich auf den jetzigen Moment und auf das Geschenk deines Atems konzentrieren. So, du siehst, ich bearbeite gerade dieses Video für dich. Und mir ist an dieser Stelle etwas aufgefallen. Und zwar habe ich vergessen, etwas sehr, sehr Wichtiges zu erwähnen. Wahrscheinlich ist es dir aus dem Kontext des Videos schon klar geworden, aber ich möchte hier wirklich nochmal auf Nummer sicher gehen. Das Ziel dahinter, selbstnährende Ziele zu haben, ist selbstverständlich nicht, dass du jetzt unter der Brücke wohnst und glücklich bist, damit gar nichts zu haben, weil du bist dir von innen heraus genährt, weil du dir vorstellst, dass du alles hättest. Das Ziel dahinter ist einzig und allein, eine Art Spielautomaten in dir zu installieren, der immer gewinnt, wenn du den Hebel ziehst. Das heißt, du kannst jetzt das Spiel des großen Lebens spielen und deine großen Ziele anstreben, ohne dabei etwas zu verlieren zu haben. Du startest schon von einem energetischen Zustand von Überfluss und hast deswegen die besten Chancen, deine Ziele zu erreichen und die Reise dahin auch wirklich zu genießen. Hier noch ein kleiner Trick. Mach diese Dinge nicht nur, um dein Gefäß zu füllen und um dann sozusagen wieder in den Kampf zu gehen, zurück in die Herausforderungsphasen zu gehen, sondern mach sie vielmehr aus dem inneren Motiv heraus, dir einfach aufrichtig und bedingungslos etwas Gutes zu tun. Denn du möchtest in dir einen Zustand von bedingungsloser Liebe kultivieren
und diesen zu deinem Naturell machen. Du möchtest die Dinge nicht nur machen, um dann im Austausch etwas zu erhalten. Du möchtest die Dinge einfach nur für dich tun, einfach weil du toll bist. Du wirst in deinem Leben, vor allem in den Herausforderungsphasen deines Lebens, immer wieder mit verschiedenen Problemen, Krisen, Trauer, Rückschlägen, Herausforderungen und Zurückweisungen umgehen müssen. Und das ist alles sehr, sehr wichtig, weil nur mit diesen Faktoren kannst du selbst wachsen und kannst dich selbst entwickeln. Umso wichtiger ist aber deshalb, dass die Aufladephasen in deinem Leben stattfinden. Denn diese Aufladephasen tanken dich mit neuen Ressourcen, sodass du diese ganzen Dinge, diese ganzen Probleme, diese ganzen Herausforderungen aus einer völlig neuen Perspektive wahrnehmen kannst. Stell dir zum Beispiel vor, du befindest dich in einer Großstadt. Dann erscheint die Großstadt, wenn du in ihr bist, gigantisch. Du siehst überall nur Häuser, Beton, Verkehr, Smog und das ganze Ding scheint unendlich zu sein. Wenn du aber von außen auf diese Stadt schaust, zum Beispiel auf einem Hügel bist oder darüber fliegst oder dich auf irgendeinem Berg befindest, dann siehst du, wie viel Land eigentlich um diese Stadt herum ist und wie klein die Stadt doch eigentlich aussieht, wenn man betrachtet, von wie viel Fläche sie wirklich umgeben ist. Und genau denselben Effekt hast du, wenn du dich näherst. Wenn du dieses Ökosystem positiver Emotionen in deinem Leben kultivierst. Denn dann hast du die inneren Ressourcen, mit denen die Probleme deutlich bewältigbarer erscheinen. Und das Leben im Allgemeinen erscheint dir zwar nicht leicht, aber du fühlst dich dem Leben gewachsen. Und das ist eine völlig andere Art und Weise, dem Leben zu begegnen und Herausforderungen zu meistern und Herausforderungen dann auch wirklich ins Gesicht zu schauen. Abschließend möchte ich noch auf das Thema von Hilfe zu sprechen kommen. Mich erreichen zahlreiche Anfragen von verschiedenen Personen, die meine Hilfe aufsuchen und ich finde das ein sehr, sehr gutes Zeichen, denn du möchtest natürlich auch lernen, Hilfe anzunehmen und lernen zu empfangen und Hilfe an sich ist nichts Schlechtes. Was mir aber Gedanken macht, was mich beunruhigt und wirklich erschreckt ist, wenn ich merke, dass Menschen diese Hilfe erwarten oder selbstverständlich sehen und gewissermaßen den inneren Glaubenssatz haben, dass andere Menschen ihr Leben reparieren können. Und dass andere Menschen für ihr Leben verantwortlich sind. Ich spüre dann manchmal, dass ein Mangel von Verantwortung stattfindet. Und selbst wenn ich diesen Menschen dann helfen möchte, kommen sie mit einem sehr, sehr schlechten Fundament, weil es gewissermaßen so ist, dass ich ihnen einen Fisch gebe und eigentlich möchte ich ihnen die ganze Zeit beibringen zu angeln. Aber diese Person hat gar kein Interesse daran, hat gar keine Motivation daran, angeln zu lernen und dann wirklich angeln zu gehen. Und deswegen fühlt es sich für mich dann so an, als würde ich einfach ein Fass ohne Boden versuchen zu befüllen, das überhaupt auf gar keiner Nachhaltigkeit beruht gewissermaßen. Und hier ist es für dich nochmal sehr, sehr wichtig, dass du zwar eine sehr, sehr positive Beziehung zu Hilfe aufbaust. Du sollst anderen Menschen helfen, du sollst Hilfe von außen suchen. Ich selber lasse mir die ganze Zeit helfen bei allen verschiedenen Lebensbereichen und bei allen verschiedenen Themen und Fragen. Aber behandle diese Hilfe dann wirklich auch für das, was es ist. Ein Geschenk. Es ist ein Ausdruck von Überfluss. Es ist eben nicht der Ausgleich von Mangel. Und hier kommen wir wieder zu dieser energetischen Perspektive. Wenn du die Hilfe als einen Ausdruck von Überfluss behandelst, sorgst du dafür, dass allein schon von der Energie du wirklich von dieser Hilfe nachhaltig profitieren kannst und diese Hilfe dir wirklich nachhaltig helfen kann, wenn du auf der anderen Seite die Hilfe für selbstverständlich siehst und du dich eher als Person siehst, deren Identität eine Identität von Hilfsbedürftigkeit und von Abhängigkeit bereits darstellt, dann wird diese Hilfe niemals nachhaltig sein. Du wirst dich abhängig machen und die Hilfe wird dir eigentlich in Wahrheit schaden. Ja. Deswegen kultiviere eine positive Beziehung zur Hilfe, aber sehe die Hilfe nicht als selbstverständlich. Lerne wirklich Dankbarkeit, lerne wirklich Wertschätzung. Und wir sind jetzt ganz am Ende dieses Videos. Wenn du das alles umsetzt und du schaffst es, dieses Ökosystem positiver Emotionen zu kultivieren, dann verspreche ich dir, wirst du in eine Aufwärtsspirale in deinem Leben geraten. Dinge werden so viel einfacher. Du wirst in der Lage sein, so viel zu geben. Und das ist der einzige Job, den du jetzt hast. Du bist jetzt in einem Zustand von Überfluss. Du musst einfach nur raus in die Welt gehen und geben. Teile dein Geschenk. Teile das Geschenk, das du bist. Und lerne dann gleichzeitig zu empfangen. Wenn du einfach lernst zu empfangen und dir einfach erlaubst, dann das anzunehmen, was von außen dann auch auf dich zukommt, dann wird sich dein Leben komplett transformieren. Und dein Leben wird gigantisch. Und das wünsche ich mir wirklich für dich. Erlaube dir also wirklich zu empfangen. Es ist okay zu empfangen, denn wir leben in einer Welt von Überfluss. Es ist genug für alle da. Das heißt, du kannst sehr, sehr viel geben, aber du darfst doch gleichzeitig sehr, sehr, sehr viel empfangen. Es soll immer ein Balance sein, es soll immer ein Gleichgewicht da sein. Gib dein Geschenk, erhalte die Geschenke, erkenne, dass du ein Geschenk bist. Das war's mit diesem Video.
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dem Video sehr, sehr viel Mehrwert nehmen. Wenn dir denn der Fall ist, abonniere diesen Kanal. Damit motivierst du mich, damit gibst du mir etwas zurück. Und ich empfange es sehr gerne, ich nehme es sehr gerne an. Und teile das Video mit Freunden, bei denen du denkst, okay, die können auch von dieser Information, von diesen Inhalten profitieren. Ich wünsche dir das Allerbeste für deine Woche, für deine Zukunft und bis zum nächsten Mal.